So, heute gucken wir uns ein weiteres Mal Once Human an. Diesmal in der zweiten Closed Beta. Und ja, das Tutorial habe ich schon durchgespielt. Das ist eh nicht so spannend, beziehungsweise da hat sich eh nicht so viel verändert. Deswegen machen wir hier mal gleich mit dem Gebiet nach dem Tutorial weiter und gucken mal, ob es hier irgendwelche andere Sachen gibt, die ich im ersten Video noch nicht hatte. So, was müssen wir jetzt machen? Open the Metric. Screen unlocked, the assembly bench, not a gathering type. Wie war denn das nochmal? Achso. Genau, wir bauen uns erstmal hier unsere Hütte. Ja. So. Das ist eigentlich auch komplett neu. Das heißt, ihr müsst nicht mehr. Also eure Gegend, sag ich mal, beziehungsweise euer Haus. Müsst ihr nicht mehr Stück für Stück bauen, sondern ihr habt halt schon mal eine Fläche. Dann habt ihr hier diesen, sagen wir mal, Generator, wo ihr halt das als eure, naja, das ist euer Territorium sozusagen. Wenn das Ding da steht und vorher musstet ihr das auch selber platzieren, das platziert sich jetzt auch automatisch. Und hier kann man dann halt sehen, was für Rezepte man zum Beispiel schon hat und sowas. So. Dann habt ihr halt in der Mitte dieses Deviant sozusagen, also die. Zurzeit habe ich ja diesen Schmetterling drin, was man ja am Anfang drin hat, der mit euch mitkämpfen kann. Den kann man ja hier immer mitnehmen und dann wieder reinplatzieren. So, hier mit Rechtsklick. So, nochmal. Open the Mimetic Screen and unlock the Assembly Bench. Wie mache ich das jetzt nochmal? So, hier mein Dude oder was? Genau, hier kann man noch. Man kann das trotzdem natürlich kaputt machen. Das heißt, man kann das an andere Stellen platzieren und sowas. Also das brauche ich theoretisch. Copy Building Part. Ach so, jetzt kann man noch kopieren, falls man mehrere Sachen platzieren will. Ich lasse das jetzt. Ach so, hier Relocate. Genau, das heißt, wir können das hier zum Beispiel an den Rand packen, damit es nicht mitten im Raum steht. Ist nicht so bequem, das zu platzieren, ehrlich gesagt. Aber wie kann ich das denn drehen? Ah ja, so. Okay, ne, das passt schon. Also einfach mit dem Mausrad kann man das ziemlich gut drehen. Ich finde es nur ein bisschen komisch, dass ich das hier nicht an den Rand platzieren kann. Ne, so hier muss ich das platzieren können. So. Außerhalb vom Rand. Hä? Doch, das geht auch außerhalb vom Rand, warum auch immer. Oh nein, jetzt habe ich mich verklickt. Das ist eine Scheiße. So, machen wir mal nochmal. Sollte jetzt diesmal ein bisschen schneller gehen. Ist das jetzt gerade? Ja, so halt. So, lassen wir das. So, Building Rating. Wo ist das jetzt überhaupt? Enter Flight Mode. Wie geht das denn? Aha. Territorium. Ach hier, Bildmenü. Okay, das war das. Das heißt, wir können uns ja auch theoretisch schon Türen und alles machen, beziehungsweise Wände. So, hier können wir uns ja schon mal hinhauen. Hä? Overlaps. Ach so, na toll. Tja, dann machen wir mal, wie ist das? Canceln. Ah ja, so hier. Müssen wir das Ding hier ein bisschen verschieben. Und so hier. Und jetzt können wir. Ne, stopp. Ich wollte ja eine Mauer machen. So, siehst du, das müssen wir auch wieder verschieben. Es darf nicht komplett am Rand sein. So. Ach, scheiße, das ist nicht gerade. Na? Warte mal. Ja, passt schon. So, dann machen wir nochmal Rechtsklick. Ne? Also hier geht's, aber hier geht's nicht. Meine Fresse.
So. Alter, ist der immer noch nicht gerade? Das finde ich irgendwie ganz schön nervig. Dass ich den. Warte mal, ich benutze mal. Benutze mal das hier als. Jetzt aber, oder? Ja. So, dann machen wir hier noch eine Mauer hin. Wir haben jetzt aber eh nicht mehr viel. Wir können das ja später erweitern. So, was ich jetzt aber noch nicht gerafft habe. Open the Mimetic Screen and unlock the Assembly Bench. Wo ist denn der Mimetic Screen? Bin ich gerade komplett bescheuert oder was? Na, wir haben das hier einmal. So, ach hier, da ist das. Hier, genau, Mimetic, das war das. Was hat der gemeint? Das Assembly Techniques hier. Confirm. Ja. Das ist es doch da, das M. Genau. So. Dann haben wir das. Okay, und dann brauchen wir noch. Müssen wir das nochmal machen? Ja, stopp. So. Und dann wollte er. Nee, der wollte keine Workbench, der wollte was anderes haben. Wo ist denn das? Der wollte eine Furnace haben. Was war denn das überhaupt nochmal? War das nicht ein. Ah ja, hier. Da. Ach so, ein Ofen einfach. Ja, das ist mir schon klar. So. So, dann müssten wir noch ein bisschen Kupfer abbauen, ne? Kupfer und ein bisschen Müll machen brauchen wir. Müll vor allem. Ich meinte, Holz werden wir eh brauchen. Damit ich jetzt die Türen schon mal zumachen kann. Beziehungsweise die Wände zubauen kann. So. Okay, das ist. Ah ja, hier genau, brauchen wir eh. Wir brauchen eh ein bisschen Stein. So. Okay, haben wir hier noch irgendwo? Da. Ja, was ich halt krank finde, dass das ein Mobile Game sein soll. Also finde ich immer noch sehr faszinierend. Warte mal, ist das Kupfer? Ja, das ist auch Kupfer. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Also ich verstehe es auch nicht unbedingt. Die hätten daraus, wenn die wirklich sehr viel Kohle machen wollen würden, dann hätten die einfach das nur zu einem PC-Spiel gemacht. Aber da das halt ein chinesisches Spiel ist, machen die natürlich das gleichzeitig auch zu einem Mobile-Game, weil einfach der chinesische Markt gefühlt nur aus Mobile Games besteht, beziehungsweise die machen halt sehr viel Kohle damit. Im Gegensatz zu PC-Spielen. Deswegen ist zum Beispiel auch Tares Land, dieses MMO, was ich mal. Wann war denn das? Letzten Sommer? Ist das schon so lange her? Oder letzten Winter, was ich gezockt habe. So, nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Oh ja, Taschenlampe könnten wir anmachen. Das finde ich auch witzig, dass wenn man. Die Taschenlampe ist da in seinem Rucksack, aber auch wenn ich mich nicht drehe, dreht sich die Taschenlampe mit mir. so. Okay, wir wollen eine. So. Nee, Workbench brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier erstmal, so einen kleinen Ofen. Haben wir das alles an die Wand? Ach, bevor ich den Ofen baue. Komm, wir machen mal hier die Wände erstmal zu. So, dann bauen wir hier natürlich noch eine Tür. Wo gibt es überhaupt eine Tür? Haben wir überhaupt schon mal eine Tür? Das ist. Ah ja, hier. Ach so, lol. Unlock in dem Matic Screen. Okay, das heißt, wir müssen das erst frei. Müssen die Scheißtür erst freischalten. So.
Bam, bam. Hier. Infrastruktur. So, da. Ja, egal. Machen wir mal. Da. Wood Doors, Windows. So, wir nehmen das hier. Und wir nehmen definitiv das hier mit rein. So, und dann chillen wir ein bisschen. Dann reicht das erstmal. So. Jetzt würde ich bitte eine. Oh, wir haben eine doppelte Tür sogar. Hier können wir machen. Hä? Achso, warte mal, müssen wir die. Nee, warte mal, wir müssen erstmal. Gut, Window. Balkon können wir auch machen. Müssen wir erst auf dem Boden was platzieren, damit wir die Tür da reinhauen können, oder was? Oder ich verstehe das nicht so ganz. Oder müssen wir. Oder muss ich einfach eine Wand machen? Cannot be supported. Ja, ist schon klar. Ich muss die irgendwie. Rotieren geht nicht. Das geht auch nicht. Also ich kann hier eine Treppe machen. Ich kann. Ach so, hier. Ich brauche den scheiß Rahmen erst. Ja. Bin hier bescheuert. Natürlich kann ich nicht einfach eine Tür da reinhauen. Aber warte mal, das war der falsche Rahmen für die Doppeltür, ne? Warte mal. Wo ist denn das? Das ist der normale Rahmen. Und für eine Doppeltür habe ich diesen Rahmen schon. Hier Wood White Frame. So hier. Und jetzt kann ich so eine Doppeltür hinmachen, ne? Ja. Okay, cool. Sieht gerade eh scheiße aus, aber ist mir egal. Ich will einfach. So. Ich finde das cooler. So. Ist ja erst Anfang. Hä? Kann ich hier gar nicht zumachen? Was? What? Ah ja, jetzt. Okay, vorher ging das irgendwie nicht. So, dann machen wir uns jetzt noch ein Dach. So. Wie ist das? Floors, Walls, Roofs. Ach, das muss ich auch noch freischalten. Oh mein Gott. So, Metric. Ist denn das hier? Wood Roofs. Perfekt. Haben wir das? So. So. Machen wir uns ein Pitched Roof. Ja, das ist nur für ein kleines Haus. Können wir uns einfach eine Platte erstmal machen? Oder so hier von mir aus. Das geht natürlich auch. So. Ist ganz simples. So. Und dann machen wir uns hier dieses. Wie ist denn das? Ja, wir können uns auch. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Wenn man das. Warte mal, ich will das aber nicht so rotieren. Ich will das. Wie kann ich das denn? Kann ich das denn drehen? Shift und Alt funktioniert aber irgendwie gar nicht. Kann ich das denn nach da nicht platzieren?
Ja, noch andere. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht anders drehen kann. Egal. So, wir nehmen einfach irgendwas anderes. Haben wir nicht irgendwelche anderen Rahmen? Das ist ja nicht das, das ist auch nur vom Dach. Muss das Ding ja hier nehmen, anders geht's ja gar nicht. Ich verstehe nicht ganz, warum ich das nicht drehen. Ach so, doch, jetzt lässt sich's doch drehen. So hier. Aber Alt funktioniert auf jeden Fall nicht, also von der Höhe. Ja, der lässt sich jetzt mit Shift auf jeden Fall drehen. Das heißt. Aber ich kann den halt nicht auf den Kopf stellen. Das ist das, was ich ja was machen. Das ist ja das, was ich machen wollte. Ich wollte ihn ja auf den Kopf stellen. Egal, wir lassen das jetzt einfach offen erstmal. Passiert ja nichts. Ist jetzt keine Lust, irgendwie rauszufinden. So, was müssen wir denn für eine Quest machen? Ach so, stimmt. Wir müssen ja den Ofen platzieren, ne? Wo ist denn der nochmal? Hier. Ich würde sagen, machen wir den. Machen wir das alles an die Wand da. Use the furnace to refine raw materials into something more practical. You need it for advanced items. So, was wollte ich da? Ach so, Kohle herstellen und. So, wie viel überhaupt? Kohle, 10 Stück, ne? So, machen wir so. So, da unten ist das ja, stimmt. So, und jetzt. Achso, wir müssen das erstmal rausnehmen. Und jetzt müssen wir 10 Kupferbarren herstellen. Spiel ist irgendwie super leise, kann das sein? So, machen wir das mal lauter. Sehr gut. Muss man noch ein bisschen lauter machen gleich, aber passt erstmal. Boah, wie lange braucht denn der? Halbe Minute, um das herzustellen. Man kann ja immer was anderes machen, ne, in der Zeit. So, wir machen mal hier. Was sind die AR-Settings? Sound. Ach, das ist alles aufgedreht. Okay. Was ist das hier? So. Hey, hä? Ich will nicht das Ding haben. Ich will Ofen. Dankeschön. So, haben wir das. Dann machen wir weiter. Jetzt will der eine Werkbank haben. Hey, warte mal. Nee, welche Werkbank will der haben? Disassembly Bench, ja. Also die hier will er haben. Ist hier noch weiter weg vom anscheinend. Nice. This is a strong foundation for us to build upon. So. I've set up a journey interface to help track our progress. For each task you complete,
you'll unlock some supplies we can use. So far, what we've got won't do much against those deviants out there. We need proper weapons and armor. There are some abandoned Rosetta facilities nearby. Maybe we could find some useful supply crates there. I've marked their locations on your map. So, okay. Okay. So, aber was können wir hier? Ach so, das ist ne, das zum kaputt machen. Ja, Disassembly. Das ist, wenn wir Gegenstände aufsammeln und dann halt sie sozusagen schreddern können. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und dann kriegen wir halt andere Rohstoffe daraus. So, den Kollegen, den nehme ich ja mit. So. Und wir haben eigentlich, sag ich mal, genug Sachen für, warte mal, wir haben Durst. Wir haben hier Wasser, ne? Ja. So, dann trinken wir noch ein bisschen was. Butter haben wir auch ein bisschen mit. Okay. Was haben wir noch? Adrenalinshot haben wir. Was war das nochmal? Okay, das brauchen wir nicht. Oh, wir haben hier Geschenke. Das machen wir mal alles gleich auf. So, okay, Housing haben wir nicht. Das sind Deviations. So, da haben wir noch ein bisschen mehr Fressen bekommen. Achso, das müssen wir innerhalb von 8 Stunden fressen, sonst ist das weg anscheinend. Das ist cool. Wenn wir was abbauen, kann das in einem Schritt sozusagen passieren. Wir können hier einfach mal das alles rausnehmen, außer das hier. Dann was zu fressen. Dann nehmen wir den Burger hier rein. Was macht das? Continuous Debuff Duration. Ja, egal. Nehmen wir einfach. Nehmen wir das hier auch rein. So, was war das? Das brauchen wir nicht. Okay, das Brot halt. Können wir auch hier reinhauen. So, und wir haben, warte mal, wir haben ja eigentlich noch die AK. Nee, Quatsch, AK, fuck. Wir haben den Bogen auf jeden Fall und wir haben Machete und wir haben das. Das heißt, wir können eigentlich los. So, das wurde ja markiert. Achso, okay. Zu laut. Merke ich irgendwie. Machen wir mal so. Ist das jetzt überhaupt abgespeichert? Ja. Also ich glaube, die Performance hat sich auf jeden Fall verbessert. Mich jetzt nicht irre. Ja, dieser Burger ist natürlich richtig fett. Dass man was automatisch abbaut, ohne dass man warten muss. Also das ist immer nur zufällig, aber es ist ja trotzdem cool. Ja, nice. Was ist das denn? Hat einer was hingebaut oder was?
kann theoretisch einfach nach rechts laufen, oder nicht? Warum muss ich denn zum komischen Umweg laufen? Verstehe ich nicht so ganz. Wir probieren es einfach mal. Oh, was ist denn das? Das ist ein Kroko. Okay. Böser Kroko. Mein, das ist der riesig. Heilige Scheiße. Korruptes Krokodil. Ah ja. Hirsche. Jetzt leckt das irgendwie tierisch. Ich wollte schon vorhin sagen, die Performance ist eigentlich besser geworden seit der letzten Closed Beta. Aber das ist immer so teils, teils, habe ich das Gefühl. Aber ja, Closed Beta ist Closed Beta, also scheiß drauf. Oh mein Gott. Was? Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich nach einem Zombie an. Ja. Okay. Ripple in space-time detected, okay. Okay. Und wir haben da noch irgendeine Kiste anscheinend. Sieht zumindest. Was? Ah ne, da ist sie. Was ist dieses leuchtende Blau? Wir laufen da mal hin. Oder violett, whatever. Was ist das? Hä? Wie? Ist einfach weg? What? Okay. Aber was mich halt auch wundert, also die Mission, diese Mission, die ich gerade spiele, die ist ja auch komplett neu, ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese Mission gespielt habe, als ich die erste Closed Beta gespielt habe. Weil eigentlich war ja einer meiner ersten Missionen, in diese Hauptstadt zu gehen, und da war ich ja noch nicht. Also ich habe nur das Tutorial durchgespielt und das war's. Und dann bin ich halt, ja, habe ich halt das alles gebaut und jetzt bin ich halt hier. Weil die Mission kann ich mich gar nicht erinnern. Ich meine, ist auch schon ewig her. Das war, ich glaube, letztes Jahr im Sommer, als wir die letzte Closed Beta gespielt haben. Also die allererste Closed Beta. Oh, Alter. Junge. Kollege. Das schreckt mich doch nicht. Je nachdem, wie lange die Closed Beta läuft, werde ich, denke ich mal, noch ein paar mehr Aufnahmen zum Spiel machen, weil das Spiel selbst ist eigentlich voll geil, aber ich habe es irgendwie. Ich wollte das eigentlich immer zu zweit oder zu dritt zocken, aber von meinen Leuten wollte irgendwie bisher keiner. Warum auch immer. Obwohl das ein. LOL. Okay.
Get your hands off my stuff. You're pretty cocky for someone who doesn't even have a weapon. Also eigentlich habe ich eine Waffe, aber okay. Hold on. Is that a cradle on your back? Interesting. I thought I was the only Mayfly left. I'm just a researcher. Not every Mayfly was out there capturing deviations. I'm Mary. I came here to investigate a deviation that's been causing issues. I think it's connected to a recently reopened monolith nearby. Don't tell me you're going to try and take on a powerful deviation barehanded. Even an ordinary deviant could tear you apart right now. For a Mayfly, you're pretty inexperienced, aren't you? I'm going to give you a blueprint. Use it to make yourself a gun. While you're doing that, I have other matters to attend to. Once you're done, come find me in Deadsville. It's the nearest survivor settlement. We can plan our next steps from there. After all, two heads are better than one. Yeah. Ah, guck mal, da ist wieder irgendwas. So another Mayfly survived, yet I can't remember. My memory's been patchy ever since Mitsuko revived me. Just to be safe, it's better not to share everything we know with that woman. Especially about Mitsuko. That blueprint is rock solid, though. We can use it to make a real gun. Let's check your memetics and start by building a geared workbench. Was ist das denn? So, warte mal, wir können... Fast Travel gab's hier auch, oder nicht? Mal gucken, was, das sind auch solche Time Breaches, oder was? Oder Space Time Breach, wie auch immer. Purified obtains Star Chrome. Aha. Deadsville, das ist diese. Ich denke mal. Dieser eine Ort, wo ich schon mal war, in der ersten Close Beta. Aber wir machen mal hier Teleport. The Disassembly. Hab ich beim letzten Mal auch eine Shotgun bekommen? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, ja, ich mach da Sachen rein. Da. Ja, das ist mir schon klar, wie das funktioniert. Ja, das ist alles Müll, ne, oder? Nee. Scrap, Scrap. Nee, das kann ich gebrauchen. Wir machen mal so hier, aber außer das und den Kleber. Und so. Okay. Jetzt brauchen wir die Supply Workbench. So, Mimetric. So, wo ist denn das hier? Ah ja, das ist die. So, haben wir das. Dann, was will er noch? Gear Workbench und Ammunition. So, dann machen wir da Gear Workbench, dann Ammunition. So. Okay. Ja, 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 so, jetzt brauchen wir die Gear Workbench, jetzt müssen wir die bauen. So, wo ist das hier nochmal? Supplies, Gear Workbench. So, packen wir
Scheiße, müssen wir das... Achso, ne, wir brauchen... Wir müssen Kupfer einsammeln. Okay. Also, Kupfer gab es ja hier unten. Hier noch ein. Wie haben wir denn gebraucht? Ach, wir brauchen. Nee, warte mal, stopp, wo ist die? Da. Ach, wir brauchen 30 Kupfer. Ach so, Kupferdings brauchen wir. Wir brauchen. Kupferbaren brauchen wir. Machen wir, noch ein bisschen Holz. Hä? Diesen Baum gar nicht abbauen? So, ich bin noch im Beimenü. Bildmenü, nicht Beimenü. Null. Das ist wirklich übelst fett, dass ich diesen Burger habe. Dass ich manchmal mit einmal Sachen abbauen kann. Mit 2 oder 3 Schlägen anstatt mit 10 Schlägen. So. Sieht das witzig aus. So, dann können wir jetzt das Ding hier bauen. Ne, stopp, stopp, stopp. Wir brauchen wie viel? 30. 30 Kupferbarren brauchen wir. Dann brauchen wir 10, naja, 30 davon. Nö. So. So, nehmen wir das, dann nehmen wir das und wir können in der Zeit schon mal die Supplies Workbench. So, die ist wo? Hier, die hier. Die können wir, denke ich mal, einfach hier hauen. Ich muss das Haus gleich eigentlich direkt erweitern. So. Ja, komm, machen wir das jetzt in der Zeit einfach mal, oder? Würde ich sagen, mach das hier weg. Das hier weg. Und dann machen wir uns... Bauen wir weiter rechts oder weiter links? Erstmal ein bisschen weiter rechts, würde ich sagen. So, Böden. Wood Foundation, Wood Tree Ceiling. Oh, warte mal, das können wir benutzen für Dings, ne? Ah ne, das ist nur für, das ist wirklich nur als Dings gedacht. Als Decke. So, da hauen wir das hier rein. Ja, wir machen hier auch so gleich so einen Balkon hin. So, oh, warte mal, wir können das hier noch weiter nach hinten, würde ich sagen, ne? Ja, hört sich gut an. Warte mal, können wir das trotzdem hier irgendwo hinhauen? Ah ja, hier, genau. So. Perfekt. Oh, das wird cool.
So, jetzt brauchen wir weiter Holz. Oder mehr Holz, besser gesagt. Aber wir können ja das hier schon mal kaputt machen. So. So. Ja, okay, das Dach geht ja automatisch kaputt. Das machen wir auch kaputt. Jetzt. So, bauen wir hier erstmal weiter. Würde ich sagen. Hier haben wir den Rand auch schon gemacht. Wir können das noch weiter hier machen, würde ich sagen. Mal hier ein bisschen runterfallen. Hä? Warum geht das nicht? Hä? Komisch. Warte mal, wir können... Oder wir machen den Balkon nach hier. Nur nach hier oder nach... Na, hier finde ich es eigentlich auch cool. Egal, wir machen erstmal hier die Böden noch fertig. So. Das hier noch kaputt. Das hier. Müssen wir gleich nochmal Holz abbauen. So. Okay, und wir wollten noch eine... So, stimmt, wir müssen erstmal die Rohstoffe hier abholen. So. Jetzt bauen wir noch als allerletztes das hier. We can use that blueprint to make both guns and ammo. So, if you want to make ammo though, you'll need to do it at a synthesis bench. Ja, 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 ja. So, das verteilen wir dann im nächsten Video, würde ich sagen. Wir machen uns dann hier noch eine größere Fläche, machen das Haus größer. Haben wir schon einen Balkon oder müssen... Ne, wir haben ja schon einen hier. Das heißt, wir können hier schon einen Balkon hinmachen später, beim nächsten Mal. Wieso kann ich den nicht drehen? Naja, ist auch egal. Würde ich sagen, wie gesagt, machen wir irgendwie hier hin. Haben wir hier so eine schöne Aussicht. Und dann gucken wir, was wir im nächsten Video noch alles freischalten. Beziehungsweise machen werden. Gut, bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.